Herzlich willkommen. Mein Name ist Kathleen Bergmann und ich bin Ihr Lenormand-Coach. Heute widmen wir uns den Lenormand-Zweier-Kombinationen. Wir haben in letzter Zeit so viele Dreier-Kombinationen trainiert. Wir haben uns mit kleinen Legungen, mit großen Legungen beschäftigt. Von all dem wollen wir heute nichts wissen. Heute gehen wir back to the roots mit einer ganz klassischen, vielleicht auch einfachen Zweierkombination. Ich weiß natürlich selbst nicht, was hier erscheinen wird. Das ist immer der Spannungsbogen. So, jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier eine schöne Zweierkombination auf den Tisch kriegen. Und wir haben hier die Sonne mit dem Reiter. Die Sonne und der Reiter sind ein sehr kraftvolles Paket. Tatsächlich gibt es zwischen diesen beiden Karten sehr starke Überschneidungen. Beide Karten sind für mich Energieträger. Es gibt wirklich sehr energiestarke Karten im Lenormand und eher energieschwache Karten. Die Sonne der Reiter, voller Kraft, voller Leben, zum Beispiel auch wie das Kind. Und dann gibt es so Karten, die, sage ich mal, energetisch abfallen, um es mal vorsichtig auszudrücken, zum Beispiel der Sarg. Jetzt, wo wir hier diese wahre Kraft hier liegen haben, können wir daraus schon eine ganz klare Aussage beziehen. Es geht wirklich um einen Energieanschub. Also die Energie, die wird so dermaßen angehoben, so dermaßen potenziert. Vorsicht, ich mache hier keine Prognosen, ne? Also dass wir uns verstehen. Es geht darum, dass ich Ihnen beibringen möchte, wie man die Karten richtig deutet. Aber es ist natürlich sehr schön, wenn Sie zum Beispiel für sich diese Kombination ziehen und dann wissen, wow, ich bekomme richtig Kraft. Und nicht nur Kraft und Energie, sondern auch Motivation. Das ist nämlich auch etwas, wo sich diese beiden Karten sehr ähnlich sind. Der Reiter befindet sich ja auf Mission. Der ist unterwegs und hat ein Ziel vor Augen. Und dieses Ziel, das will er, wenn möglich, erreichen. Egal, ob es darum geht, eine Nachricht zu überbringen oder in einen Kampf zu ziehen. Immer ist er stets darum bemüht, das Beste zu geben. Und da hat er auch so richtig Bock drauf, sagen wir es mal so. Ja, der ist ja voller Elan und ja voller Lebenskraft und Willenskraft vor allen Dingen auch. Er ist hochmotiviert. Die Sonne, das wissen Sie bereits, ist wirklich mit Abstand die positivste Karte in der gesamten Kartenhierarchie. Aus meiner Sicht toppt sie sogar noch die Sterne und liegt auch über den Blumen, liegt über dem Schlüssel. Also das ist wirklich das Optimum. So, und auch bei der Sonne geht es um diesen Aspekt der Motivation, des Optimismus, total zuversichtlich sein. Ja, also man ist so dermaßen überzeugt, dass man das erreicht, was man sich vornimmt. Man würde überhaupt gar keinen Zweifel daran hegen. Zweifeln, das können andere Karten. Das erledigen zum Beispiel die Wolken ganz gut. Damit kann man mal so richtig in den Zweifel fallen oder auch die Routen. Hier aber ist man felsenfest von seiner Mission, von seinem eigenen Auftrag, von seinem eigenen Werk überzeugt. Möglicherweise auch sehr stark überzeugt von sich selbst. Das kann hier ein Stück weit auch in was Exzessives reinführen. Diese Kombination hat zwar so viele gute Seiten, trotzdem kann sich das sozusagen alles ein Stück weit zu weit aufbauschen, so dass dann vielleicht irgendwo auch ein Stück weit, ich würde sagen, man sitzt auf dem hohen Ross. Das passt sehr gut dazu. Die Sonne ist ja immer ein hoher Punkt. Hier haben wir den Reiter, also sitzt er tatsächlich auf einem hohen Ross und blickt so ein bisschen, ich will nicht sagen verächtlich, aber vielleicht so ein bisschen arrogant und selbstgefällig auf andere herab. So nach dem Motto, ich bin was Besseres. Ja, das hat so ein bisschen was,
vielleicht auch mal was Eingebildetes, was Boniertes an sich, ja. Und ich bin hier so der absolute König. Es ist, ja, es ist ein sehr aufpoliertes Selbstbewusstsein, ja. Das kann tatsächlich auch ein bisschen ungesund werden. Ich will nicht sagen, also hier liegt jetzt nicht so eine Art von Narzissmus oder so, aber trotzdem, ja, es ist schon reichlich vorhanden, dieses Selbstvertrauen. Gut, also wir haben die große Energie, also das riesige Energiepotenzial und Reservoir festgehalten. Da kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen. Da ist alles möglich. Das ist auch nochmal ganz wichtig bei dieser Kombination. Da kann man alles tun und alles schaffen. Da geht einem nicht so schnell die Puste aus. Wir haben gesagt, es ist auch möglich, hier eben das Ganze ein bisschen charakterlich zu beschreiben. Eben durch ein starkes Auftreten, durch ein großes Selbstbewusstsein, vielleicht auch ein Stück weit Selbstgefälligkeit, auf dem hohen Ross sitzen, Arroganz. Das sind auch nochmal Beschreibungen. Wir hatten die Motivation, die hier ganz stark zum Tragen kommt. Und natürlich auch den Aspekt der Hoffnung, der Zuversicht, des Gestärktseins, ja. Und man könnte auch sagen, zum Beispiel, wenn wir den Reiter mal noch ein bisschen anders betrachten, beim Reiter geht es ganz viel um Handlungen. Die Sonne beschreibt uns, wie diese Handlungen ausgeführt werden. Und man handelt hier zum Beispiel in einem guten Sinne. Es gibt ja auch Handlungen in einem schlechten Sinne. Zum Beispiel, da nehmen wir mal wieder den Sarg, der muss immer so ein bisschen für alles herhalten. Das könnte, oder die Schlange auch, dann könnte man sagen, okay, derjenige handelt sehr manipulativ. Oder ja, versucht so ein Stück weit vielleicht auch taktisch vorzugehen. Das ist dann alles, es hat alles so ein bisschen destruktiven Charakter. Nicht aber mit der Sonne. Mit der Sonne hat das immer einen konstruktiven Charakter. Also man handelt in einem guten Sinne, man handelt auf positive, konstruktive Weise. Das ist auch nochmal super wichtig, das hier festzuhalten. Es gäbe noch unzählige Möglichkeiten, diese Kombination zu beschreiben. Ich möchte das Ganze aber hier als Kurzrunde zusammenfassen und wir haben ja auch schon einige Möglichkeiten aufgetan. Ich bin natürlich gespannt, was Sie hierbei noch alles herausfinden. Ich bin mir sicher, dass Sie da auch noch die ein oder andere Idee auf Lager haben. Und das können Sie mir natürlich gerne in den Kommentaren mitteilen. Ich lese das alles, beantworte das alles und freue mich natürlich total darauf und bin hochmotiviert, wenn Sie das nächste Mal wieder mitmachen. Bis dann!